Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Shift. Ja, ich bin heute in einer super Laune. Ich habe heute meine letzte LK-Klausur für die Schule geschrieben und bin in super Stimmung und habe keine der beiden Klausuren verkackt. Das ist schon mal geil. Ja, eine schon wieder mit zwei, alles super. Ich freue mich richtig. So, und jetzt geht's endlich weiter. Ah, jetzt restliche. Ja, jetzt kommen ein paar andere Klausuren, scheiß drauf. Ja, jetzt kann man wieder viel Zeit mit Zocken verbringen. Ganz nach dem YOLO-YOLO-Motto. Yeah. So. Machen wir wieder weiter. Gucken wir mal wieder, ob wir hier weiterkommen. Haben wir Drift. Vergessen wir mal ganz schnell wieder. Haben wir hier noch was in der Serie? Was Interessantes? Drift. Nein. Endurance. Das können wir auch mal machen. Da müssen wir auch mal fahren. Ja, das hat man schon mal gesehen. Schön, dass Zeug offline gegangen ist. Interessiert mich auch gerade gar nicht. Also der Zeug da, der da gerade angezeigt wurde, ist der Hawker, ja. Wisst ihr, ja. Der mit dem Assassin's Creed Let's Play. Ruin of Ambush Canyon. Ne, die Schrecke mag ich nicht so. Dakota. Und auf der Nordschleife. Rennen auf Spa. Das ist doch mal geil. Wie viele Runden? 10 Runden. Geil. 10. Alles 10 Runden? Erstmal hier machen. Das Dakota ist eine Dingstrecke. Was sind 30 Runden, Alter? Schaffe ich doch nie nach Folge. Spaggy P. 10 Runden. Das sind 7 Kilometer. Was ist die erste? Ist das auch, was sind alle so lang? Puh. Ach komm, wir machen einfach mal. Was soll schon passieren, wenn ich es in zwei Folgen packen muss? Ich starte jetzt mal lieber eine Stoppuhr, weil sonst merke ich mal wieder gleich gar nicht, wie lange die Folge ist. Und ich muss diese Folge jetzt auch gleich noch hochladen, deswegen wird die wahrscheinlich auch ein bisschen Verspätung gekommen sein. Weil ich es halt verpeilt habe, vorher aufzunehmen und heute eigentlich mehr, also beziehungsweise gestern auch nicht aufnehmen konnte, weil ich gestern nicht total mit Mathe beschäftigt war, weil ich heute geschrieben habe. Deswegen habe ich auch heute leider wieder kein XCOM raushauen können, weil ich gestern immer noch nicht so weit gekommen bin. Matty 1500 ist offline gegangen. Ja, schön, toll. Deswegen, also ich habe gestern auch nicht auf die Kette bekommen mit Zocken. Ich werde eine entspannte Runde zocken hier. Etwas geht. Und dann werde ich mir gleich noch schön. Wow, der. Was, habt ihr den gesehen? Alter, warum fahren die alle gegen die Wand? Okay, den habe ich mal ein bisschen abgeschoben. Zack. Aber ihr habt mal die Möglichkeit, mal Leute zu überrunden. In dem sind wir auch eigentlich so gut wie vorbei. Runde 1 von 30. Du brauchst nur 5 und 6 Gang eigentlich. So eine Geschwindigkeitsstrecke einfach ist. Man wird immer mehr Abstand verlieren, weil mein Auto einfach schneller ist. Ich hatte fast eine ganze Sekunde verloren. Ja, jetzt hat er nochmal 0,2 verloren. Erste Runde habe ich ihn. Bucalagio. Da habe ich bestimmt einen Fehler gemacht, muss ich mich selber zugestehen. Ich wollte eigentlich weghauen, aber das hat nicht so funktioniert. Aber die habe ich gleich auch wieder. Das ist jetzt nicht 24 Sekunden. Vor über 30 Sekunden ist jetzt keine Rolle. Das schnellste habe ich. Boah, Alter. Mörder, ey. Puh.
was soll ich die ganze Zeit erzählen? Ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Oh, wir werden jetzt am Wochenende so. Der erste. Oh, jetzt habe ich ohne Ende verloren. Scheiße. Gut, dass es nur 5 Runden, dass es noch erst 5 Runden sind. Ja, wir wollen in Minecraft jetzt aber ohne unser erstes Bild aufnehmen. Aber das ist dann mit ein paar Leuten mehr. Das sind dann so wahrscheinlich. Also ich gehe davon aus, dass wir 5 bis 6 Leute sind, die dann Minecraft zocken werden. Wir wollen. Okay, ich verrate das Projekt jetzt noch nicht. Aber es wird auf jeden Fall mega lustig werden, weil er ist ein Timo, Mats und ich sind auf jeden Fall wieder dabei. Wir sind ja die Dauer-LPTler. Er ist jetzt gerade schief geraten, ey, das war ein bisschen heftig. Warum verlieren die keine Zeit vor mir? Haben wir da rausgefunden, wie man die Strecke fahren muss? Mal gar nicht dran. Oder jetzt habe ich eine Sekunde gewonnen. Oh, jetzt ist einer da ein bisschen angeeckt, habe ich gerade gesehen. Ja, jetzt haben wir schon noch 4 Sekunden. Wir haben ja einige Runden zu fahren, das ist ja chillig. Ja, auf jeden Fall werden wir da auch mit. Wir haben ja einen eigenen Minecraft-Server. Und da können wir halt auch, haben wir halt einen Sponsor auch für, der uns da immer auch halt im Moment noch mit Geld dann unterstützt. Und irgendwann, das natürlich muss den Server irgendwann mal lohnen. Also nicht lohnen, das heißt lohnen. Selber bezahlt machen einfach. Wo man mehr Slots dann noch bieten kann, das ist natürlich immer Abwägungssache halt. Einfach brauchen wir halt nicht so viele Slots, aber wir haben trotzdem relativ viele Slots. Und wenn ihr mal mitmachen wollt bei Minecraft, schreibt uns einfach mal auf Facebook an. Weil wir können bestimmt auch Let's Build mit unseren Membern machen. Das heißt, die Member kriegen dann für die Zeit einen Creative-Mode von unserem Server. Und dann werden wir das ganze Ding mal rocken. Und das Let's Build schön zusammen machen. Also, ich müsste ja mal nur schreiben, was ihr davon haltet. Wäre ganz geil, fände ich das schon. Jetzt hat mir einer überholt, so eine Scheiße. Die voll in die Seite gekommen hat. Das wäre bestimmt mega cool mit Membern. Wenn wir so einige Member zusammenkriegen, können wir noch größere Projekte machen. Weil Leute, wenn ihr Spaß am Minecraft habt und Großprojekte gerne baut im Creative-Modus, schreibt uns unbedingt dann an auf Facebook. Wir werden euch dann auf jeden Fall auch antworten und dann, ja, wenn wir uns was vornehmen, könnt ihr auf jeden Fall mitmachen. Schreibt mal vielleicht noch dazu, was ihr für Erfahrungen habt. Vielleicht habt ihr noch ein paar Screenshots von coolen Gebäuden, die ihr mal gebaut habt auf Minecraft. Haut ihr auf jeden Fall damit rein. Ist das jetzt der erste oder? Okay, da habe ich den ersten gerade leicht weggekrempelt. Ich überhole schon den ersten jetzt wieder. Ich überrunde die erste schon. Öde, immer nur im Kreis zu fahren. Alter Falter. Ich will dir noch erzählen. So, ja, vielleicht kurz Info. Wir können ja auch mal mit unserer Community, vielleicht seid ihr auch so, spielt ihr gerne Battlefield 3 im Multiplayer. Ich hab's mir gerade geholt. Versuche jetzt mal ein bisschen Skins zu sammeln. Ja. Wir könnten ja auch einmal also als Community mal eine Runde Battlefield zusammen spielen. Und dann so live zu teilen streamen oder so. Das wäre auch cool. Schon chillig. Vor allem, mich würde mal interessieren, ob unsere Community so zockt. Wenn ihr einfach mal Bock habt, uns zu schreiben, was ihr so spielt, vielleicht können wir darüber auch mal irgendwas zusammen machen. Schreibt uns auch da gerne auf Facebook an. Bitte auf Facebook, nicht auf YouTube, weil YouTube-Nachrichten, ich werde schon genug dazu gespammt von manchen Sachen. Und auf Facebook kann ich die Sachen dann doch schneller abarbeiten, weil ich da direkt Benachrichtigungen am Handy habe. Fertig bei Google Mail habe ich das ja dann sonst. Da muss ich jedes Mal durchgucken alles. Das nervt manchmal so ein bisschen, wenn man dann die
guten Sachen so rausfiltern. Das ist ja auf Facebook einfach, da haben wir nicht ganz so viele Nachrichten. Und da können wir dann bestimmt irgendwas finden, was wir mal zusammen spielen können. Sag mal, aufgefallen ist, die Ideallinie gar nicht so ungefähr die idealste ist. Boah, eins, was mir richtig auf Eier geht, dass du hier eigentlich gleich das Spiel hast, weil du auf die Rundendauer einfach irgendwann der Wagen schneller sein muss, so gesehen. Und eigentlich komplett ohne Probleme auch irgendwie die 3000 Punkte inkassieren. Wenn ich sie vorne überholt habe, wo ich catch wieder einen weg. Klatsch, unser Überholen, Gegner gedreht. Gut, wir haben auch wieder ordentlich Punkte gebracht. Ich denke ja, ich sehe den Spiegel den Gegner, aber das ist eigentlich der Spiegel an sich, den ich das sehe. Oh, davon sind wir ja zwei. Zack. Gegner unsauber überholt. Und Gegner gedreht. Badaboom. Ich muss jetzt hier ein bisschen Zeitvorsprung rausfahren, weil sonst hat mich der hinter mir dann wieder. Und ich will eigentlich nicht riskieren, das nicht zu gewinnen, weil das sind 80.000 Lücken, die ich so kriege. Das bringt mich ziemlich nah an den Zonder R ran. Deswegen, ich brauche wahrscheinlich den hier unseren Mr. GT auch gleich verkaufen, wenn ich meinen Zonder hole, weil ich wahrscheinlich genug Geld zusammen habe, um einfach beide zu kaufen. Und beide zu haben. Oh Mann, wie krass, ey. Sauber und sauber überholt. Ja. Yeah. Like a boss. Oh, der, ich glaube, der zweite hat gerade irgendwie Probleme gehabt. Aber der hat jetzt mit einmal eine Sekunde Abstand verloren. Obwohl, jetzt gewinnt er gerade wieder. Oh, 3000 Profilpunkte haben wir schon mal. Sauber überholt. Jetzt gewinnt der hinter uns natürlich wieder an Abstand. Weil wir jetzt gerade mal wieder ein bisschen rumgecatcht haben hier. Aber bekommt eben so wenig Punkte, weil ich die Ideallinie nicht gut finde. Ich halte die Ideallinie nicht für richtig. Wenn ich auf die Ideallinie fahre, verliere ich Zeit. Sauberer Sektor, wow. Geht das eigentlich als Kurven hier? Kann ich alle Kurven meistern? Guck mal, ich schaff's gar nicht mit Fokusgeschwindigkeit auf den Inhalten zu bleiben. Ich meine, ich könnte ja Gas wegnehmen, aber warum? Wenn's doch so geht. Alter Falter, kann das öde sein. Aber Leute, irgendwie macht es mir auch Spaß, wenn ich weiß, dass ihr euch das nachher anguckt und genau das gleiche denkt wie ich. Boah, ist das scheiße öde. Das ist halt ein Preis zu fahren. Kurve durch, fällt unter Aggressivität. Interessant. Krieg wieder sauberer Sektor. Ich will Sektoren gibt's ja denn ein. Ne, zwei maximal. Ich würde sagen maximal zwei. Oh, da kommen die nächsten lieber rum. Aber der eine Penner da bleibt an. Na dran. Klatsch, der nächste. Oh, ich hab nur Gegner berührt genommen. Ich hab den Gegner aber gedreht. Vor allem, du brauchst hier überhaupt, eigentlich bist du überhaupt nicht gefordert, weil du nur im Kreis fährst. Oh, jetzt hätten wir vorhin aber fast kassiert. Jetzt müssen wir aufpassen.
Jetzt wurden wir kassiert. Ah, 10 Runden haben wir noch. Ah, jetzt holen wir den auch wieder gleich. Nächste Runde, denke ich mal, habe ich dann wieder 2,87 Sekunden. Zack, den ist direkt überrundet wieder. Sauber Sektor, sauber überholt. Passt rein. Ich glaube nicht, dass wir 6,4 Punkte aber schaffen. Könnte echt schwierig werden. Wenn nicht sogar nahezu unmöglich. Gegner blockiert. Jetzt kann ich auch oben überhaupt mal darauf achten, was da immer steht. Sauber Sektor. Sauber Sektor, welche Armee? Ich hab ja ganz schön nah dran gesagt, Thomas Kanda. Ich dachte, Alexei Pumia, weil der heißt, ist so gut. Aber ich bin sowieso immer stärker, wenn ich hinter jemanden herfahre. Der hat schon Angst. Ich denk schon, oh, der Clip, der kommt. Aufpassen. Schatten hat gewonnen. Toll. Muss ja 100 Punkte um Windschatten holen. So hinkriege. Okay, so bin ich gerade nicht im Windschatten, aber ich habe auch nicht wirklich viel Abschnitt. Nicht wirklich viel, wo ich jetzt sagen müsste. Ich muss im Windschatten fahren. Als das mir als Windschatten jetzt gerade galt, das hat mich schon wieder gewundert. Als müsste der wieder einkriegen, sauber überholt. Ja, ich bleib ja dran, das jetzt. Ah, überholen. Okay, haben wir schon mal. Die meisten Sterne haben wir schon mal sicher. Bisschen anstrengend und jetzt werde ich auch nicht mehr so auf die Sachen. So auf die Gegner, sich die da abpacke, außer ihn hier, den nehme ich jetzt auch gleich auf Schippe. 263 km/h, 270. Wow, relativ schnell. Ja, 4600 Punkte wäre schon, eigentlich krass für ein Event so gesehen, wo ich jetzt nur 5 Sterne für bekommen werde, weil die 6000 werde ich auf die Karte verschaffen. Aber schaffen wir ihn, machen wir jetzt auch voll zu Ende auf jeden Fall. Würde ich eigentlich dankbar. Die Folge ist zwar jetzt wahrscheinlich sehr spät erschienen dadurch, aber ja, weil es relativ lang ist und ich da relativ lange zum Hochladen dann wahrscheinlich gebraucht habe. Aber dafür ist die Folge auch relativ geil. Das heißt geil. Die Folge ist mit Kreisfahren. Aber meine Kommentare reichen eigentlich für Belustigung. Schlechter Witz, ich weiß. Weil die Schrecke ist so einfältig wie wahrscheinlich heute meine Kommentare. Obwohl ich habe ja heute versucht, euch ein bisschen. Ja, und unsere Community ein bisschen einzubeziehen, um anzuregen und mal Nachrichten zu senden oder sonstiges. Wow, wow, wow. Oh Mann, jetzt haben wir nur 3 Runden Zeit. Scheiße. Ich muss den Penner überholen. Oh Scheiße, das Event sind jetzt kurz mal verkackt. Jetzt muss man aber Gas geben, ja. Rundzeit. Scheiße. Volle Pulle gedreht, ey. Ich will sie Zweiter werden. Das wäre jetzt echt das Schlimmste. Aber wir sind schon wieder gut dran. Zweiter werden, das wäre jetzt echt die Hölle für mich. Jetzt haben wir angetitscht. Das ist unbedingt immer gut. Da überholen verliert er immer Zeit. Weil der ist aber vergraben, ist der schneller als ich. Boah, Alter, das ist so ein richtiger Battle. In den, ey.
Oh nein! Ich bin Vierter! Nein! Nein! Können wir nicht mehr einholen? Nein! Scheiße! Das meinten die mit, ja. Bekomme ich noch nicht mal Preisgeld. 80.000. Oh mein. Abfuck. Ich werde noch nicht mal Dritter, so wie es aussieht. Außer er verliert jetzt das viel Zeit. Das tut er aber leider nicht. Nein, 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 scheiße. Nein, ich habe so lange geführt, so viele Runden geführt. Dann verkacke ich auf den letzten Meter, weil ich den unbedingt weghauen wollte. Ja, wir haben uns einen Fehler, werden wir auf jeden Fall das nächste Mal lernen. 100.000 Profilpunkte. Klasse. Scheiße, und damit beenden wir die Folge für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.